Heute zeige ich dir eine produktive Morgenroutine für die Schule und wie du somit mit Vorsprung in den Tag startest. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und damit du den erreichst, ist es natürlich wichtig, dass du eine produktive Morgenroutine hast. Weil die Morgenroutine ist im Prinzip so wie der erste Schritt in jeden Tag. Der kann, wenn du eine scheiß Morgenroutine hast oder gar keine und deswegen immer direkt am Handy hängst und dann einfach energielos bist, ist eigentlich der ganze Tag und somit im Prinzip jede Woche am Arsch. Wenn du aber direkt was Geiles, ein geiles Programm für dich am Start hast, durch das du am Anfang durchgehst und dann am Ende schon einiges geschafft hast und zweitens richtig positiv rausgehst, dann kann der Tag nur noch geil werden. Und wie du das schaffst, erkläre ich dir jetzt in 5 Punkten. Erstens, alles beginnt natürlich mit deiner Aufstehzeit. Klar, früh aufstehen ist einfach geil, vor allem wenn du produktiv sein möchtest. Weil ich sage immer, die Stunden am Vormittag zählen doppelt und die Stunden am Nachmittag und am Abend zählen nur zur Hälfte. Du schaffst am Vormittag einfach so krass viel und dann wäre es eigentlich auch ein bisschen verschwendet, wenn du diese Zeit nur für die Schule investieren würdest. Deswegen, ich würde dir, wenn du die ganze Routine so gut durchmachen würdest, würde ich dir empfehlen, ungefähr 2 Stunden vorher aufzustehen, bevor du dann schlussendlich auch in die Schule gehen musst. Auch wenn es dann vielleicht 5 Uhr wird, würde ich trotzdem machen, weil ich denke, unter der Woche ist einfach viel Fokus auf Produktivität. Am Abend kannst du trotzdem noch was mit deinen Freunden machen, aber da würde ich auch nicht zurückschrecken, wenn du denkst, oh mein Gott, 5 Uhr. Ich meine, für manche von euch ist es ja auch Alltag. Deswegen, da gewöhnt man sich relativ schnell dran. Ich habe auch ein Video da oben dazu gemacht, findet ihr da oben gleich, wie man eben früh aufsteht und wie man das auch wirklich schafft. Aber es ist auf jeden Fall definitiv empfehlenswert, das Ganze zu machen. Von dieser Aufstehzeit aus würde ich dann grundsätzlich für jeden Abend auch zurückrechnen, wie viele Stunden du an Schlaf brauchst, dass du wirklich konstant, also nicht nur einmal, dass dann cool klingt, ich muss aber nur 5 Stunden schlafen, sondern nein. Ich weiß zum Beispiel, bei mir sind es immer 8 Stunden, dass du das wirklich fix hast und auch immer da einschläfst und immer da aufstehst, weil dein Körper sich so schlussendlich auch wirklich drin gewohnt wird. Zweitens, würde ich auf jeden Fall erstmal trinken, das ist klar, und dann vielleicht dein Zimmer lüften, damit da einfach auch Frischluft ist und du selbst solltest dann sofort zum Spazierengehen rausgehen. Warum Spazierengehen? Erstens, das ist eine Sache, wo du dich nach dem Aufstehen eigentlich sehr, sehr leicht motivieren kannst. Das ist jetzt nicht sowas, oh, lernen oder oh, ich mache jetzt irgendwas anderes, sondern einfach nur spazieren gehen ist eigentlich relativ einfach. Du musst auch nicht groß drüber nachdenken, weil anziehen und so weiter kannst du ja eh. Du bist auch wesentlich weniger gefährdet, direkt an dein Handy zu gehen, weil du stehst einfach auf, ziehst dich sofort um. Du machst die ganze Zeit was mit deinen Händen. Das heißt, dieser Griff zum Handy wird einfach unwahrscheinlicher und wir wissen alle, dass der so einen Morgen gleich mal komplett killen kann. Und das Allerwichtigste natürlich, du hast Bewegung, du hast das Wasser davor und auch die frische Luft kombiniert und das macht dich einfach wach. Das bringt dich in einen positiven State, du bringst dich in Bewegung, dein Körper kann langsam hochfahren. In den ersten 15 Minuten nach dem Aufstehen kannst du eh nichts anderes groß sinnvoll machen, weil du bist mental noch gar nicht so auf der Höhe. Und wenn du da einfach spazieren gehst, dann optional dazu noch ein Audio, also ein Hörbuch dazu hörst, dann, weil das ist auch relativ einfach, da musst du auch nicht denken, sondern du hörst einfach nur zu, kriegst gleich positive Gedanken in deinen Kopf rein, gute Bewegung und dann ist eigentlich die ganze Fundament schon mal für die weitere Routine gelegt. Drittens, nach dem Spazierengehen würde ich euch unbedingt eine Meditation empfehlen. Weil auch, dass wir gerade spazieren gegangen sind, ist einfach so, dass du bist einfach wach. Ja, du hast nicht mehr dieses Problem, wie es ja auch einige machen, sie versuchen direkt nach dem Aufstehen zu meditieren. Also ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich glaube, ich würde einfach sofort wegpennen. Deswegen erst das Spazierengehen, dann die Meditation. Du bist frisch, fit und du kannst einfach so direkt fokussiert und positiv bei dir in den Tag starten. Wie würde ich meditieren? Wenn du noch ein kompletter Anfänger bist, würde ich dir auf jeden Fall erstmal geführte Meditation empfehlen. Da begleitet dich einfach jemand per Stimme und gibt dir auch ein paar Anweisungen, was du tun sollst, worauf du achten sollst. Dazu findest du tausende auf YouTube, werde ich aber bestimmt auch selber mal noch welche machen, nur für euch eben. Und wenn du schon ein bisschen geübter bist, würde ich dir auf jeden Fall das Ganze raw empfehlen, also im Prinzip fast wie es die Zen-Meditation macht. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, findet ihr oben in der Ecke. Am besten schaut einfach das Video und das mit dem Aufstehen direkt nach dem Video an. Dann seid ihr da auch bestens vorbereitet. Und genau, dann sitzt du einfach da, fängst bei dir an. Das heißt, reagierst nicht auf irgendwelche Probleme oder beschäftigst dich auch nicht mit Negativität, sondern bist ganz bei dir, spürst, okay, wie geht's mir heute, hast einfach ein gutes Gefühl innerhalb von dir und suchst nicht nach irgendwas Äußerem. Deswegen, das ist mega geil. Und dann kannst du dich auch nach der Meditation, kannst du gerne auch Yoga oder so machen oder ein bisschen stretchen. Wenn du beispielsweise viel am Schreibtisch sitzt, ist das immer gut für Nacken- und Rückenmuskulatur. Genauso aber auch kannst du dir einfach positive Gedanken aufschreiben, Dinge, für die du dankbar bist oder auch einfach für deine Ziele. Viertens, dann würde ich gesund frühstücken. Was für dich jetzt gesund bedeutet, musst du jeweils selbst ausmachen. Hängt vielleicht auch davon ab, was es in deiner Familie gibt. Aber dann würde ich mich vor allem, was viel wichtiger ist, dann auch wirklich vielleicht nochmal mit Schulsachen beschäftigen. Das heißt, ich würde mich einfach nur auf den
Schultag vorbereiten. Es muss nichts Großes sein. Wenn du keine Hausaufgaben vergessen hast, musst du auch keine nachholen. Trotzdem kann man die Zeit auch dafür nutzen im Notfall. Aber einfach dich vorbereiten, einfach nochmal die Sachen anschauen. Okay, welche Stunden habe ich? Bisschen mental sich darauf vorbereiten und einfach den Stoff nochmal kurz auffrischen, dass wenn es dann im Unterricht losgeht, dass du dann nicht dieses Ding hast, was ich total oft hatte. Dieses, was haben wir letzte Stunde nochmal gemacht? Diese Frage kommt einfach in jeder Zeit eine Stunde von irgendjemand. Damit du das eben nicht hast und direkt in deinem Start bist, um auch deine Mitarbeiter dann eben zu pushen, solltest du das noch kurz machen. Und jetzt noch der fünfte, letzte Punkt, der mir wirklich extrem am Herzen liegt. Und zwar, verbreite gute Stimmung. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir gerade in Deutschland viel, viel mehr brauchen. Das bedeutet, was kannst du, denkst du, ja, was kann ich denn da in Deutschland machen? Fang einfach bei dir zu Hause an. Ja, das bedeutet, umarm deine Eltern, umarm deine Geschwister, sag ihnen, dass du sie lieb hast, dass du dankbar bist, dass sie da sind, weil die können leider schneller weg sein, als wir denken. Das ist zwar kein schöner Gedanke, aber es ist einfach so. Und ich erlebe das, Gott sei Dank noch nicht bei mir, aber bei anderen Personen einfach ab und zu immer wieder. Und es ist einfach nicht selbstverständlich. Deswegen zeigt eure Liebe, zeigt eure Dankbarkeit. Gebt denen auch jeweils wieder einen positiven Start in den Tag. Es kann gut sein, dass von deinem Vater der Grund, warum ein Arbeitstag gut läuft, ist, weil du ihm am Morgen ein Lächeln geschenkt hast. Und das unterschätzen wir total, wie krass unsere eigene Fähigkeit da auch ist. Genauso mach das Ganze für dich selbst. Vielleicht, wenn du als Letzter aus dem Haus gehst, mach Musik an. Ja? Oder einfach nur bei dir im Zimmer mit Kopfhörern, tanz ein, zwei Lieder, feier dich einfach, hab Bock auf die Schule, dass du da auch dann einfach positiv reingehst, auf dem Hinweg am besten schon ein paar fremde Menschen anlächelst, nach oben mal über den Weg hilfst und einfach auch diesen Menschen einfach den positiven Tag schenkst, weil auch du ihren Start einfach richtig geil gemacht hast, in der Schule positiv bist, gut gelaunt bist, dich voll auf den Unterricht im Prinzip auch freust und nicht mit so einer Einstellung dahin gehst. Und all diese Positivität, die du in die Welt rausgibst, wird irgendwie wieder zu dir zurückkommen. Wenn du das machst, das wäre richtig, wirklich, wirklich cool, wenn das mehr Leute machen würde, weil ich ganz genau weiß, was das für ein Multiplikatoreffekt ist. Genau. Und ansonsten will ich, dass du an eine einzige Sache denkst. Und zwar, dass ich immer an dich glauben werde. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.